Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kudelka. Wir haben ja jetzt endlich mal in den letzten Folgen was geschafft. Was haben wir denn hier überhaupt? Was ist das hier für ein Zimmer? Oh. Elaines. Ist das Elaines Zimmer? Das sieht aus wie ein Folterinstrument, das eine. Deswegen glaube ich nicht, dass das Elaines Zimmer war, oder? Wir haben ja jetzt nämlich gelernt, dass die Elaine uns wahrscheinlich hierher gerufen hat in einer sehr leisen, aber sehr gut gesprochenen Zwischensequenz, würde ich sagen. Also, es ist ein bisschen schade. Ich habe ja noch gedacht, am Anfang lag es an mir, dass ich das halt nicht so laut hatte, aber wenn da so ein Ton dahinter ist, dann ist das echt ein bisschen anstrengend zu verstehen. Wie lange hält denn dieses doofe Dämonenhorn? Dämonenhorn, geh doch endlich kaputt. Also wir sind scheinbar sehr stark. Wahrscheinlich, weil wir hier ständig rumstolpern und nicht wissen, wohin. Aber ich mache das nur wie in echt, weil das würde ich auch in echt so machen. Rumstolpern, weil ich nicht weiß, wohin. Och, endlich kaputt. So, jetzt greift der Edward nochmal an, bitte. Und dann ist sein Ding kaputt, dann können wir ihm neues Spielzeug geben. Das ist ein Traum. So viel Zeug dabei, wir müssen das endlich mal loswerden, ey. Oh. Immer noch nicht kaputt. Okay, wir werden jetzt nur noch mit dem Edward angreifen. Na, durchsuch. Stimmt, Lem. Ach, von so geht's mal wieder nicht, glaube ich. Ah, ich bin auch vergiftet. Toll, danke. Ach, dann schießen wir es halt ab. Prima. Okay, was haben wir denn hier alles? Was ist das? Wein scheint an dieser Stelle schwächer als anderswo zu sein. Sie klingt hohl, wenn du dagegen klopfst, ob sich etwas dahinter befindet. Kann ich ihn klopfen? Was ist denn das?
Och nee, noch mehr Zeug. Blaues Glas. Können wir es mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Nüsse. Aha. Stellt. Das ist sowas Brauchen wir eigentlich alles. Wasserlanze. Armbrust, Normalschwert. Ich kann nicht ständig hier mein Zeug wegschmeißen. Ich muss irgendwas anderes wegschmeißen. Käse. Drachenstatuette. So, kann ich jetzt bitte... Da muss ich halt was wegschmeißen, ins Dämonen, nee, Teufelshorn. Die bizarre Form lässt auf einen diabolischen Ursprung schließen. Es tut mir leid, muss leider gehen. So, was ist denn das jetzt hier? Bitte nur irgendwelche. Okay, Gewehrmunition, ja. Ich will das doch einfach nur irgendwo mit hinnehmen. Wo geht's denn hier hin? Dort ist ein Loch, das genau die richtige Größe für eine Statuette hat. Platziert die Löwenstatuette. Ja! Nachdem die dritte Statuette an ihrem Platz ist, öffnet sich das Schloss. Ja! Wir haben weniger. Ich hätte gar nicht alles wegschmeißen müssen. Okay, was gibt's dahinter? Das ist ein, Etwas stimmt hier nicht. Sagen die das nicht meistens, wenn irgendwie ein Gegner kommt? Ich heile uns mal. Okay. Objekte. Ausrüstung. Pistolenmunition benutzen. Kudelka. Ausrüsten. Okay, sie kriegt dann als nächstes das Gewehr wahrscheinlich. Okay. Endlich bin ich meine Statuetten los, ey. Oh, ein Käfer. Ein Käferchen. Warten. Aktionen. Das ist echt eine starke Waffe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich das Spiel einlege, dann denke ich immer, oh, die sahen aber früher ganz schön krass aus, die Figuren und sowas, so pixelmäßig. Aber umso länger ich auf diesen Bildschirm gucke, umso mehr verschwimmt das zu einer wunderbaren, ich weiß auch nicht, das sieht dann gar nicht mehr so schlimm aus, wenn man mal hier so 4 Stunden davor sitzt. Oh, was ist das denn? Oh! Dann 3 Köpfe und 4 Brüste. Was ist das?
vorbei. Aus wie ein Affe, rechts sieht aus wie eine Antilope und in der Mitte, keine Ahnung. Es ist irgendwie cool, dass die Endgegner hier oder die Bossgegner so gemacht sind vor den vor der Speichermöglichkeit. Okay, dann müssen wir unsere Waffe mal wechseln. Du bekommst jetzt das Gewehr, Liebe. Gute Ecke. Edward ist vergiftet. Wenn ich hier stehe, kann ich wieder nichts machen, gell? Nee. Ja, nicht viel, aber... Oh. Bleibst hinten stehen, bitte. Dass ich von so nicht dahin kann, ist auch komisch. Nee, geht nicht. Okay, wir wechseln mal die Waffe. Er ist jetzt der Ritter in nicht glänzender Rüstung. Nicht wieder so nah. Okay, na gut, beim Edward geht's noch. Ach, ich hätte mich bewegen müssen. Mist. Boah, 1000. James Wasserlanze, unbrauchbar, endlich. Ich kann nicht angreifen, nur bewegen. So. So, jetzt aber. Gut, Edward schon den Weg. Kann das sein, dass das... Nee, das sind nicht die Statuetten, oder? Ist ja kein Löwe dabei oder so. 300... Was? Sieht man schon, wie ich die Leute geskillt habe. Oh, nee, warte mal. Du bekommst jetzt erstmal eine neue Waffe. Du bekommst den Feuerspeer, bitteschön. Ich glaube, wir müssen bald anfangen mit Heilzaubern. Obwohl, nee, geht noch. Das ist eher ungeil. Deswegen wird er jetzt erstmal die Stärke erhöhen von ihr.
das Vieh wieder weg ist. Extra hier in die Ecke gegangen. Toll. Auch noch. Das war's jetzt. Okay, das war's jetzt scheinbar. Statuenkrone. Ich will endlich. So, gehen wir da drauf jetzt. Dieser Ort erstrahlt in einem überirdischen Licht. Das Weihwasser scheint ihn gereinigt zu haben. Na, ein Glück war das nur das Weihwasser. Im Archiv sind wir jetzt. Cool. Runter da. Was ist das? In den Zwischenräumen der Regalwand wächst eine ungewöhnliche Pflanze. Du spürst, dass eine schwache Schwingung von ihr ausgeht. Hier ist Mylius und Lambsbrick und Kunrads Amphitheatrum Sapientae Aeternae. Was für eine Büchersammlung. Ich hätte da eine Frage. Was sind das für Bücher? Klassiker über Mystizismus und Alchemie. Altertümliche Wissenschaft. Wirklich verlockend. Alles darüber, wie man aus Blei Gold macht. Alles Hirngespinste, machthungriger und habgieriger Schwindler. Aber zwischen dem Schund finden sich durchaus wertvolle Werke über Experimente zur Bestimmung der Naturgesetze, Prophezeiungen, dass einst alle Menschen gleich behandelt werden. Gottes Wille. Heutzutage längst überholt. James, was soll das? Hermetik, Kabbala, bedeutungslos. Warum? Warum ist es nicht hier? Was? Wo kann es bloß sein? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Sie verstehen was nicht, ich verstehe was nicht. Worüber regen Sie sich so auf? Sie verhalten sich wirklich seltsam. Hören Sie auf mit dem Theater und sagen Sie uns, was los ist. Diese Art gefällt mir nicht. Wir haben alle unsere Gründe. Mischen Sie sich nicht in meine persönlichen Angelegenheiten. Muss ich nach deinem Sinn dir Antwort geben? Bringt jedermann das um, was er nicht liebt?
Wer hasst ein Ding und brächt es nicht gern um? Und ich dachte, Gesetzlose lesen nur einfältige Poeten. Sie zitieren Shakespeare. Sie sind gebildeter, als sie aussehen. Damit wären wir schon zwei. Ja, die beiden mögen sich ja besonders gut. Besonders gern. Ja, da geht eine Schwingung aus von dieser wunderbaren Pflanze, aber hä? Cool. Okay, also hier können wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Ist hier Ende oder was? Mal kurz auf die Karte gucken. Ach ja, Tatsache. Ja. Ja. Dann gehen wir mal hier zurück. Dann müssen wir mal durch das Loch gehen. Ich weiß ja nicht, was das hier ist. Also. Keine Ahnung. Kann ich nicht benutzen? Wir gehen. Sieht aber aus wie eine Presserei hier. Kann man da nicht unser Buchding irgendwo hin tun? Unser Pressding? Geht immer links in die Ecke, das Ding. So, Ende. Ruhe im Karton. Kann ich jetzt schießen vielleicht? Ja. Der gute Edward stand im Weg. So, ich glaube aber... Ach, jetzt stehe ich wieder vor der Kudelka. Ja, das war ja super. Na gut, das müsste jetzt reichen, wenn er mit seinem Schwert draufhaut. Ich glaube, ich tausche aber sein Schwert nochmal gegen irgendwas anderes aus, weil es erscheint ja ein bisschen zu stark gerade für ihn. Und außerdem brauchen wir natürlich, wenn wir wieder einen Bossgegner haben und die greifen uns so an, da nützt ein Stab nicht besonders viel. Ein Rohr, genau, er bekommt jetzt nämlich ein Rohr. Das ist genau dem James sein Ding. Nee, dem Edward sein Ding. Ein Rohr. Mystikrohr. Ach, das ist so ein Scheiß, glaube ich. Können Sie mal probieren, aber... wir lesen mal ganz kurz... Einfaches Metallrohr, wie es zum Beispiel für Wasserleitung verwendet wird, durch die leichte Krümmung an einem Ende als hammerartige Waffe geeignet. Okay. Wunderbar. Heilen, Edward. Objekte, Ausrüstung, Gewehrmunition. Benutzen. Kudelka, so. Das sind eindeutig Pressen. Wenn du dagegen klopfst. Kann ich klopfen? Kann ich klopfen. Das ist doch eine Presse hier. Oh, diese Druckerpresse scheint noch funktionstüchtig zu sein. Möchtest du die Steintafel in die Druckerpresse einsetzen? Ja!
Als du die Druckerpresse nach dem Einsetzen der Steintafel benutzt, entsteht eine starke Vibration, durch die ein Teil der Wand gegenüber der Presse einstürzt. Die Presse druckt mit Hilfe der Steintafel die Originalkarte des alten Klosters. Oh, wie cool. Oh, da ist voll viel passiert. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und morgen steigen wir durch das Loch. Tschüss.